das Blut des großartigen Totilas, über seinen und den Sohn der Weihe Gold, über Totel Hoboe, die angebahnt an Sanamu und Florencio. Da erscheint er, Tom Ford. Er ist ewig, Tom Ford. Und wenn wir uns allein die Leistung auf Vaterseite natürlich anschauen, wenn wir über Totilas sprechen, was wir im Laufe des Abends häufig getan haben, wenn wir dann aber auch über Weihegold sprechen und vielleicht, Philipp, im Hinterkopf haben, die Latina Zentis des Ursports sozusagen, wenn wir an Comifo denken, ist das ein solcher hier, der diese ganze sportliche Leistungsfähigkeit, diese Vererbungskraft aus dieser sportbewiesenen Linie der Weihegold mitführt, über Total Hope OLD, über den Vater, dann über San Amor 1, Florencio 1 und dann nochmal Landadel Granos. Die dritte Mutter La Paz, Tochter des Landadels, selbst Hengstmutter von Dolcetto, Mutter des Grand Prix-Pferdes Lumberjack von Christoph Koschel, Mutter einer Athena von Diakontinos, das ist eines der Top-Talente im Stall von Bertram und Harry Allen. Also hinten ein doppelt veranlagter Erfolgsstamm, der diesem jungen Herren zugrunde liegt. Und Heiko präsentiert ihn nun jetzt noch einmal auf der großen Runde. Das Blut des Total Hope, einer der ersten gekürten Söhne dieses großartigen Hengstes. Dann schon ein Enkel des Totilas und San Amor, Tom Ford. Und jetzt dürfen wir Sie verabschieden. Tom Ford und Heiko Klause.